Willkommen zurück zum zweiten Part vom 75 Abonnenten Special und wir fahren jetzt den Team GP, jedoch nur in 100 CCM und zwar zu sechst und Every Like ist wieder reingekommen, das ist schön, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, irgendeiner ist rausgegangen, dafür ist noch ein neuer reingekommen, ich glaube Raw ist raus, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will mich jetzt nicht hier verplappern. So, jetzt fahren so ziemlich alle mit Funky, aber ich mit Rosalina, das ist fies. Mann, Mann, Mann. So, naja, wir werden es trotzdem schaffen, hier. Mit Rosalina, da ist Whitey Speed, der ist bei mir im Team, ha, Whitey, for the win, haha. Das ist übrigens kein Plan, also ich habe mich einfach nur danach benannt, halt für YouTube und yeah und zack und bam. Ihr versteht schon, einfach so, aus Fun. So, ich mit Whitey Speed und dem mit den komischen Schriftzeichen, dessen Name ich immer noch nicht weiß. Klingt immer so geil. Gegen Every Like, Fuck Yeah und noch jemanden. Na, wo ist denn der? Wie ist Like, sorry. Ah, okay, der hat ja den Clan gewechselt. Stimmt, stimmt, stimmt. Sorry, dass ich dich die ganze Zeit FB genannt habe. Speedy, genau. Gegen den haben wir es noch. Ja, ja. Gegen dich, Nils. So. Der ist bei uns im Team. Ach, unser Team hat eine Dreier-Spitze. Das ist sehr geil. Aber da sind blaue Panzer vorprogrammiert. Und wenn die einen Blitz haben, dann haben wir natürlich übelst verkackt. Denn, also, wenn das gegnerische Team hier einen Blitz hat, dann ist es wirklich aus und, jawohl. Okay, jetzt kann ich sogar noch eine Blue Shell dodgen, das ist sehr geil. Deswegen hebe ich mir den Pilz auf und kürze hier jetzt nicht ab. Weil ich wette, direkt vom Ziel wird einer kommen. Na, wo kommst du? Wo bleibst du? Hallo? Hä? Tatsächlich keiner, ist ja unglaublich. Und wir sind Erster, sogar mit einem kleinen Abstand. Dreierspitze? Nein, nicht ganz. Da ist noch einer vorgezogen mit einem Pilz. Es könnte übrigens... Ja, okay. Aber es sieht schon mal gut aus für unser Team. 28 zu 7, ja, das ist sehr gut fürs erste Rennen. So, es könnte übrigens sein, dass ich manche Sachen sage, bevor sie geschehen. Falls euch das mal aufgefallen ist oder so. Also ich denke jetzt nicht, dass es so groß auffällt, aber jetzt, wo ich sage, vielleicht. Denn, auf meinem PC, wo ich das Ganze dann aufnehme, also das Bild, kommt das Ganze später an, als ich es auf dem Fernseher, wo ich es auch verbunden habe, sehe. Und deswegen könnte ich manche Sachen schon wissen, bevor sie überhaupt geschehen. So, wir wählen mal Tods Fabrik. Warum auch immer. Ja, Pilzschlucht wäre auch gut. Piazzale Delfino, ja. Bowser's Festo, naja, da ist der Shortcut auf 100 CCM eben nicht so easy. Ja, mit Pilz könnte er gehen, aber Schwimmlis, da kriege ich ihn also nur sehr selten hin. Wenn überhaupt mal. Ja, doch einmal habe ich ihn schon hinbekommen in meinem Leben. Oder zweimal. Oder dreimal. Aber öfter dann auch nicht. So, da wollte einer am Anfang dancen. Das tut mir leid für dich. Oder hast du einen Disconnect? Ah, nee, der fährt rückwärts. Okay. Ach, das ist doch blöd. Sein armes Team wird jetzt voll verlieren. Wegen ihm. Also, das finde ich jetzt nicht so sozial für dein Team hier. Will ich nur mal anmerken. Weil, naja. Also, im normalen GP ist es ja ziemlich egal. Da fährst du ja für dich alleine. Also, da fährt man für sich alleine. Und wenn man letzter wird, ist es... Oh Gott. Da wäre ich fast runtergefallen. Und als erster habe ich eine Bombe noch im Petto. Das ist doch witzig. So, tschüss. Ach so, die waren ja bei mir. Verdammt. Nein, dich hätte ich treffen sollen. Ja, im Team GP nicht rückwärts fahren, weil das ist ja fies. Naja, vielleicht... Ach, egal. Lass mir das einfach. Ist egal. Denn nicht. Ich kann ja nicht sagen, was du machen sollst. Also, egal. Egal. Wir fahren einfach gechillt weiter. Es ist ja eigentlich gut für mich, aber... So toll finde ich es jetzt nicht und wir haben den Goldpilz. Das ist sehr geil. Ah, okay. Es könnte natürlich sein, dass der jetzt versucht, so weit hinten einen Blitz zu holen und den in der letzten Runde auf unser Team hetzen, weil dann haben die natürlich eine größere Chance, aber in so einem Fun
Raum, wo wir nur so aus Spaß fahren. Ich weiß nicht, ob man da so taktisch vorgehen sollte. So im Clan War oder so. Das natürlich, aber es... Ja, naja. Pilzschlucht auf jeden Fall eine meiner Lieblingsstrecken, deswegen freue ich mich, dass es dran gekommen ist. Obwohl ich sie gar nicht gewählt habe. Was habe ich eigentlich gewählt? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, Toastfabrik. Stimmt. So, mal gucken. Ja, es sieht gut aus. Das könnte wieder eine Errungenschaft für unser Team an Punkten werden. Außer jetzt kürzen sie hier übers Gras ab. Ne, nicht mal. Oh Gott, da kam Speedy noch. Eieiei, der hatte mich fast noch überholt. Ich wollte es auf die leichte Schulter nehmen und habe den Wheelie gar nicht mehr gemacht. Ui, ja, aber ich wurde zweimal Erster schon. Haha. Muss man erstmal hinbekommen. 20 zu 50. Okay, die müssen jetzt schon stark abgehen, damit die hier noch was reißen können. Aber in Mario Kart ist nichts unmöglich. Es kann immer ein blauer Panzer oder ein Blitz kommen. Und somit kann auch immer noch das Team, das voll weit hinten liegt, gewinnen. Beim letzten Abos, also beim letzten Special, wo ich im Raum so gefahren bin mit meinen Abonnenten, da war das ja auch. Da waren wir zu dritt in einem Team gegen vier und haben trotzdem noch gesiegt. Ja. Das war witzig. So, jetzt wird zweimal Toastfabrik gewählt von meinem Teamkamerad. Danke an dich. So, alle Strecken, die hier gewählt werden, finde ich aber sehr schön. Also, es gibt keine, die ich wirklich gar nicht mag, die hier gewählt wird. Zum Beispiel GBA Scheigerstrand oder sowas. Das, ja, das braucht's nicht. Eine Kokospromenade hingegen ist dafür sehr schön. Und das ist weniger schön, dass ich hier einen Fehlstart hinlege. Eieiei. Und, ups. Ja, okay, der hat jetzt wahrscheinlich gedacht, ich wollte dancen. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe nur einen Fehlstart gemacht. Kann mir auch mal passieren. So, dafür können wir jetzt hier die coole Abkürzung nehmen. Übers Offroad mit unserem Goldmuse. Ja, das geht ab. Aber ich hoffe, dass es im Fun-GP wieder 150 CCM sind, denn auf 100 CCM macht es irgendwie weniger Spaß. Also es macht trotzdem genauso... Ja. Nee, weniger Spaß kann man es nicht nennen. Man könnte sagen, es ist ein bisschen langweiliger. Ja, genau. Auf 150 CCM fühle ich mich wohler. Auch wenn es mir gar nicht so langsam vorkommt. Au. Okay, das war jetzt nicht so... Oh Gott. Ah. Was ging da los? Oh, lol. So. Wir legen hier mal die Treppe hoch, dann kann halt keiner mehr einen Stunt drauf machen. Und ja. Dann tun wir das halt. Und sammeln uns mal hier das Item ein. Ah, roter Panzer wäre mir lieber gewesen. Dann hätten wir hier ihres Like ownen können. Aber so geht es auch. Oder auch nicht. Verdammt. Ja, aber echt nur Funkies unterwegs und da ist schon wieder jemand im roten Team, der hinten rumlungert. Was macht denn der? Der steht da einfach rum oder wie? Oder hat der einen Disconnect? Das wäre weniger schön. So, und... Oh Gott, das Feld hier ist voll nah beieinander, oder? Außer der Erste, der hat sich so ein bisschen abgesetzt. So, wir setzen den Stern einfach mal hier ein, dann können wir hier durchrushen und die Beschleunigungsstreifen nehmen, ohne Angst zu haben, dass uns ein Auto wegbasht. So... Ah, okay, ein Pilz, das ist, ja, dann nehmen wir einfach mal die kleine Abkürzung hier. So. Oh Gott, Lupe. Das Item des Schreckens. So. Wie sieht's denn aus? Ja, okay, zwei aus dem Team sind vorne, aber ein Gegner ist vorne. Okay, das ist nicht so toll. Der wird noch weggehauen. Komm, oh Gott, das war knapp. So. Jetzt kommt's auf den Endspurt an. Na okay, ja, der hat einen Fehler gemacht. So, jetzt kriegst du eine Bombe rein. Die hat sogar getroffen, jawoll. Ah, oh, nochmal fett geohnt. Aha. Okay, Zweiter. Ja, ob ich jetzt hier Erster oder Zweiter werde, ist ja auch egal. Schließlich ist ein Team Grand Prix, aber... Naja, man will immer Erster werden. So... Wir haben 40 Punkte geholt schon für unser Team. Das ist so viel wie die anderen beiden zusammen. Alter, was geht mit mir? So, 78 zu 27, das ist relativ eindeutig, aber
Wer weiß, es kommt ja noch ein Rennen, aber ich glaube nicht, dass das überhaupt noch gehen würde, auch wenn die Dreierspitze haben. So, Toads Fabrik. Oh, Varios Goldmine wäre auch ganz witzig. So, Zufall, naja, Varios Rennpiste nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Aber der war auch im anderen GP nicht dabei, deswegen weiß er auch nicht, dass wir das schon mal gehabt haben. Aber es kommt auch nicht dran, sondern GBA Borsos Festung 3. Ja, 100 CCM ist halt so eine Sache. Schwurmlus würde ich ihn eigentlich ja nehmen, wenn er 150 CCM wäre, würde ich zumindest versuchen. Aber auf 100 CCM hat das nicht so viel Sinn. Ich könnte natürlich, ja komm, das mache ich mal, ich nehme die Kurve hier mal außen, damit ich Vierter bin und ja, Pilze bekommen. Perfekt. Dann kann ich den Shortcut auch so versuchen, halt mit Pilzen. Denn also Schwurmlus ist es mir auf 100 CCM wirklich viel zu riskant. So. Gehen Low Jumps auf 100 CCM? Ich weiß es nicht, ich denke schon, aber... Ich lasse es lieber. Oh lol 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 lol. Was ging denn da ab? Wieso bin ich denn bei der letzten Rampe irgendwie so weit geflogen? Ja, das muss ich nicht verstehen. Okay, da versuchen welche den Shortcut, aber die failen. Ja, genau, der hat gefailt. Hallo. Ey, Mann, räum mich nicht aus dem Video. Jetzt hätte ich den beinahe in die Lava gehauen, weil der mich weggerammt hat. Unglaublich. Oh Gott. Okay. Da, irgendwie jemand aus dem roten Team ist immer ganz hinten, komischerweise. Naja, vielleicht hat er ein paar Mal den Shortcut gefailt, aber der steht da einfach so rum. Muss ich nicht verstehen. So, Bombe. Okay, leg ich einfach mal ab. Vielleicht fährt er ja rein. Nein. Ja, okay, wäre auch unwahrscheinlich gewesen, weil die waren ja ein Stückchen weg. Oh, einen Pilz auf 2. Perfekt. So, jetzt will ich ihn aber versuchen und nicht wieder zu weit fliegen durch irgendwas Komisches. Ja, geht doch. So. Jawollo. Geht doch. Also mit Pilz geht's auf jeden Fall auf 100 CCM genauso wie auf 100... Oh, lolol. Auf 150, aber schon das halt nicht. Und ein Blitz. Ja, gut. Das ist jetzt... Also wenn du ein Team-GP bringt man Blitz sehr viel eigentlich, aber da... Also ihr seht ja unten auf der Karte... Also, ja. Das blaue Team hat sich so abgesetzt, also... Da gibt's keine Chance mehr für die. Außer es kommt noch mal einen Blue Shell und noch mal einen Blitz, dann... Gibt's vielleicht noch die Möglichkeit, aber... Das glaube ich nicht. Ja, geil, Wolke. Okay, und die sind zu weit weg, um sie abzugeben. Ja, gut. Teamkameraden kann man die Wolke übrigens nicht geben, sonst hätte ich das gemacht, so fies wie ich bin, aber... Nein. Das geht leider nicht. So, ja gut. Oh Gott, das könnte doch nochmal eng werden mit dem hinter uns. Oh lalalalal. Jetzt habe ich tatsächlich einen Low Jump gewagt. Aber es hat funktioniert auch. So, da hat jemand den Shortcut versucht, aber gefailt. Gut. So, ja, toll. Die Items bringen mir jetzt sowieso nicht allzu viel, weil die so weit weg sind. Bam, ich kann dem Angst machen. Ja, toll. Maxi! Yeah! Dann muss ich das Power nicht mal dodgen und muss mir nicht die Mühe machen zu schütteln. So, Dreierspitze fürs Team. Also das sollte die komplette Entscheidung sein. Locker. Gewonnen. Naja, aber der eine ist ja auch nicht richtig gefahren irgendwie. Warum auch immer. Naja, ist ja auch egal. Es ist ja hier, um Spaß zu haben, das... Der GP. Und ja... Wir warten auf das Endergebnis und das sieht sehr gut aus. 46 Punkte erreicht, das ist sehr gut und über 100 bekommen bei 3 Spielern. Ja, wir sehen uns dann im nächsten GP.